Endspiel. Aber wir sollten Vera Zvonareva überhaupt nicht unterschätzen. Sehr zähes. Sehr zähe Gegnerin, die Russin, und die Australierin eröffnet. Also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, so wie selbst aus hier beginnt, so kraftvoll. Aufgewachsen auf den Hartplätzen von Australien in Gold Coast. Hat sich lange erst umstellen müssen. Und da sehen wir, was sie sich auf die Bandage geschrieben hat. Attitude und Compassion, also Einstellung und Leidenschaft, Hingabe. Das als Motivation. So wie einst Jimmy Connors seine Zettel in den Schuhen versteckt hat. Schöne Einstellung. Danke an die Kollegen von ESPN. Samstoser lässt Vera Zvonareva keine Luft zum Atmen. Da war kein leichter Fehler dabei, der Russin. Nur unter Druck stand sie bei diesem ersten Aufschlagspiel hier. Samstoser wirklich enorm konzentriert und alles über die Vorhand versucht zu spielen. Hat sich gut bewegt. Und jetzt Vera Zvonareva also vor ihrem ersten Aufschlagspiel. Sie sehen rechts unten ihre Knöchelbandage vor einem Jahr hier in Charleston. Da ist sie gestürzt, hat sich diese Knöchelverletzung zugezogen, wurde dann im Januar schließlich operiert. Dezember, Januar hat sie sich erholt. Und als gestern Wozniacki umknickte, sagte sie, mein Gott, ich habe ein Flashback gehabt. Ich habe mich sofort zurückerinnert hier an meine eigenen Erlebnisse vor einem Jahr. So, Zvonareva muss jetzt gegenhalten, muss jetzt versuchen, selbst mal Stoser in die Defensive zu drängen. Erster Auftrag. Gut erfüllt. Also die beiden fangen hier auf einem sehr hohen Niveau an.
Sehr langer erster Aufschlag von Swanner River. Gibt kein Hawkeye hier, also keine elektronische Überwachung. Die Abdrücke allerdings auch wirklich sehr gut zu erkennen auf diesem grünen Sand. Für die Australierin. Also die hat schon Eindruck geschunden mit ihrem ersten Aufschlagspiel. Swanner River weiß um den Druck. Ein Doppelfehler, jetzt dieser leichte Fehler. 30-40. Geht hinterher, sie will dieses Spiel. Und wenn Sie häufiger Damen-Tennis verfolgen, dann werden Sie vielleicht auch erleichtert und erfreut zur Kenntnis nehmen, dass Stosur eine Spielerin ist, die einfach hinterher geht, die auch am Netz dann den Punkt versucht zu machen. Hat über 20 Doppeltitel in ihrer Karriere gewonnen. Früher mit Lisa Raymond zusammengespielt. Da zweimal Grand Slam Turniere gewonnen, damit Granny Stubbs und jetzt eben die neue Partnerschaft seit Beginn dieses Jahres mit Nadia Petrova. 2-0! Ein Stück weit links jetzt, Sam Stosur. Das ist natürlich eine taktische Variante, damit sie mit noch mehr Kickaufschlag nach außen Swanner River zwingen kann. Da sehen wir es schon. Und auch jetzt kommt sie hinterher und macht ihren 12. Punkt in diesem Match. 12-2 Punkte, also klare Dominanz. Und ich denke, Swanner River erwartet ihren Übergangscoach. Bei einem Rückstand von 0-3. Da ist Samuel Sumik hier auf der rechten Seite. Er hat sich das Mikrofon zugehalten. Wir haben es nur ganz leicht verstanden, was der Franzose gesagt hat zu ihr. Das erste war auf jeden Fall, calm down, beruhig dich. Er ist nicht ihr aktueller Coach. Er war früher der Coach, das sollte man noch hinzufügen. Von Januar bis März ging es mit Antonio van Griechen, den sie von Azarenka sich geholt hatte, der ist jetzt bei Kirstea und sie ist ohne Coach und hatte Sumik, weil er hier sie natürlich recht gut kennt, sich zusammengetan für diese Woche. Aber sie wirkt hilflos. Das war auch von dem her, was sie gesagt hat, fast schon anklagend. So als ob ihr Coach auch keine Ahnung hätte, was er ihr raten solle. Gut. Sie ist eben auch in der Lage, mit der Vorhand diesen hohen Topspin lang zu spielen und variiert heute exzellent. Aber das ist sie noch lang nicht gegessen. Auch wenn der erste Satz relativ deutlich ist. Swanner River kann beißen. Selber Vorhandball.
Fehlerloses Spiel. Da sehen wir, ach schade, da wollten wir sehen, die Aufschlagstudie von Sam Stosur. Lindsay Davenport hat diesen Monat eine Analyse vorgenommen. Doch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, wie spät Stosur den Ball loslässt beim Aufschlag. Hat einen extremen Eastern-Rückhandgriff hier. Dann schauen Sie mal, über der Schulter, ah, sieht man leider nicht, über der Schulter lässt sie erst los. Besonders wichtig, der zweite Aufschlag zu analysieren bei ihr, weil sie den mit unglaublich viel Spin reinbringt. Also gibt kaum eine Spielerin in den Top 100, die noch mehr Spin regelmäßig in ihren zweiten Aufschlag bringt. Zvonareva immer noch erst 2 Punkte bislang bei 19 gespielten Ballwechseln. Der Griff, jetzt wirft sie ihn sehr weit nach links den Ball und sie bleibt mit dem Schläger eben sehr weit rechts draußen, zieht ihn also rechts weg von der Hüfte. Viele Spieler gehen ja dann nach links, sehen Sie es hier, dieser kleine Schlenker und der bringt nochmal diesen Extra-Spin in die Bewegung. So, und jetzt macht sie auch mal Fehler. Wird parallel in den USA von Mary Jo Fernandez übrigens co-kommentiert. Die hat das sicherlich hier genauestens analysiert. Und sieht den nächsten Aufschlag-Winner von Sam Stosur. Das ist eine Machtdemonstration der Australierin, die hier in die Top 10 der Welt zurückkehren kann, wenn sie das Turnier gewinnt. Und danach sieht es bislang aus 5:0 für Sam Stosur. Handtuch über den Kopf. Das war aber symbolisch für Vera Zvonareva überhaupt hier diese Woche. Da wurde sie auch gefragt, was geht denn da unter dem Handtuch eigentlich vor? Und sie hat nur langlos, sage ich mal, geantwortet. Wir versuchen uns zu konzentrieren. Also da lässt sie nicht so tief blicken. Vera Zvonareva, ein paar erschreckende Zahlen. 2 Punkte bei eigenem Aufschlag bislang. 2 Punkte bei Aufschlag Stosur bislang für sie. Mehr war nicht drin. Also 4 von 24 Ballwechseln nur gewonnen. Jetzt sollte sie wenigstens dieses Aufschlagspiel gewinnen. Aber Sam Stosur spielt hier fantastisch. Mann, ist das stark. Also macht richtig Spaß hier. Fehlerloses Tennis der Australierin.
egal was Zvonarev River macht. Stoser versucht den direkten Punkt zu erzielen und es gelingt hier der nächste. Doppelfehler, zwei Satzbälle für Sam Stoser. Und das war's. Mit 6:0 gewinnt Sam Stoser diesen ersten Satz nach 18 Minuten und ein bisschen. Das muss Vera Zvonareva erstmal verdauen. Der Coach darf nicht drauf. Der war schon. Erst wieder im nächsten Satz. Wir aber sind gleich wieder da. Keine 20 Minuten sind hier vorbei. Vera Zvonareva 0:6 den ersten Satz verloren. Also das ist schon ein Ding. Kurz mal nachgeschaut. Das letzte Mal, als sie einen Satz mit 0:6 verlor, da war bei den Australian Open das Ausscheiden gegen ihre Freundin Victoria Azarenka. Deren Coach ist jetzt hier. Ersatzweise, denn Azarenka ist verletzt. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Sitzt in Chicago fest, kann nicht nach Europa fliegen, weil die Flüge einfach nicht gehen. Die wird sich dieses Endspiel auch anschauen und baff sein. So, wie lange kann Stoser dieses Niveau halten? Das ist natürlich die vordringlichste Frage, die es jetzt zu beantworten gilt. Da haben Sie die Körpersprache gesehen, die eine aufrecht. Flotten Ganges hier, flotten Schrittes. Die andere gebückt, gebeugt. Schwierig für Zvonareva hier überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden. Zweiklassengesellschaft hier auf dem Center Court von Charleston. Aber wir sind im Endspiel. Hier spielt die Nummer 11 gegen die Nummer 22 der Welt. Wir haben sie schon öfter weinend vom Platz gehen sehen. Vera Zvonareva, wenn das so weitergeht, gibt es eine Neuauflage. Oh,
aus dem Rückwärtsgang wieder raus mit der langen Vorhand. Also mir tut Vera Zvonareva jetzt wirklich leid. Würdigt Stoser auch keines Blickes. Die weiß überhaupt nicht, wo ihr der Kopf steht. 24 Minuten, das ist so eine Klatsche hier. Wenn man sich die Statistik dieses Turniers anschaut, war Vera Zvonareva bei den drei kürzesten Matches bislang in diesem Turnier beteiligt. Das kürzeste natürlich gestern der Aufgabesieg über Wozniacki nach 40 Minuten. Echte Matches gegen Alina Bondarenko eine Stunde, 60 Minuten. Da war sie selber erstaunt, wie schnell sie da gegen Bondarenko gewonnen hatte. Aber heute könnte ja dasselbe andersrum passieren. Das ist schon sehr zügig. 6 Punkte erst für Zvonareva im gesamten Match. Auch mal ein langer Slice von Stoser, dann sieht man selten die Linie runter von ihr. Spielt übrigens mit Sonnenbrille, seitdem sie 14 ist. Früher war das nur ein Coolness-Grund, sagte sie. Heute kann sie keiner vorstellen ohne Brille und macht auch weniger Falten. Alles über die Vorhand. Hier, das ist wieder dieser Topspin. Da versucht Zvonareva jetzt näher an der Grundlinie zu stehen, aber da ist sie absolut hilflos. Also das geht jetzt hier einfach so dahin. Wenn ich vorhin gesagt habe, Mitte des ersten Satzes, das ist noch lange nicht entschieden. Dann muss ich das jetzt aber langsam revidieren, denn Vera Zvonareva hat überhaupt keine Chance. Die weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Sam Stoser ist sofort da, ist präsent und sie, wie es so schön heißt, finisht die Punkte auch. Exzellent, sie macht die tot, die Bälle. Direkte Punkte en masse nimmt Zvonareva den Aufschlag zu Null ab. 6-0, 2-0, noch keine halbe Stunde vorbei. Und weiter geht's im australischen Aufschlag-Express. Haben wir nochmal die beiden Begriffe gesehen? Auf dem Verband links. Attitude und Compassion. Die zeigt sie. Einstellung und Hingabe. Doch. Ihr erstes Ass überhaupt erst. Das 21. in dieser Woche. Vorüber.
Nummer 22 hinterher. Wenn ich die Bewegung von Zvonarev richtig deute, dann hat sie Samuel Sümig nochmal auf den Court gebeten. Per Schläger. Sie musste es ja offiziell bei der Schiedsrichterin beantragen. Ja, da ist er auch schon. Vielleicht können wir ein bisschen was zuhören beim Wechsel. Er hat sein Mikro wieder zugehalten. Samuel Sümig, da sehen wir ihn rechts, der derzeitige Coach von Azarenka. Die beiden haben sich letztes Jahr getrennt voneinander. Hier Zvonarev und Sümig, weil sich Zvonarev zunehmend beklagte über die Zusammenarbeit, hieß es. Nicht ganz zufrieden war mit den Resultaten letztendlich. Ja, das kann man für heute auch anwenden. Er hat ja noch mitgegeben, try und versuch, also versuche es. Und versuche endlich mal deinen Rhythmus zu finden. Ja, den haben wir auch noch nicht sehen können. Für mich das vorentscheidende Aufschlagspiel in diesem Match. Aha. Jetzt probiert sie es mit den Mondbällen. Ala Chang gegen Lendl. Aber so ein Effekt geht auch nach zwei, dreimal dann eben verloren. Da wird sich auch eine Sam Stosur einstellen und den Ball rigoros attackieren. Da können wir nur drauf warten. Aber zumindest probiert Zvonarev was Neues. Genauso. Schießt die Zvonarev fast ab hier von der Grundlinie. Und das spricht für Selbstbewusstsein, den gleich direkt Topspin-Volley-mäßig zu nehmen hier. Jetzt glaube ich, zerhackt sie das Ding. Jawohl, mach's kaputt, Mädchen, lass es raus. Ich verstehe den Frust so gut. Da hast du das Gefühl, du hast fünf Daumen an der Hand, nichts geht. Und natürlich bekommt sie eine Verwarnung dafür, aber das wird ihr sowas von egal sein. So, jetzt ist aber dann auch wieder gut. Interessant, dass das Publikum hier eigentlich den stärksten Applaus zeigt und ihr offenbart nach diesem Frustrationsanfall. Sein Einfluss natürlich nur gering. Ja, völlig übertrieben jetzt wäre es ohne Reffer, dieses Come on nach dem Punkt. Jetzt schauen wir nochmal diesen Wutanfall an, so ein bisschen wie Markus Bagdatis in Australien. Vielleicht haben Sie das damals gesehen, der hat auf der Bank da noch zwei Schläger kaputt gehauen. Kriegst die Break-Chance. Es ist amüsant anzuschauen, natürlich so ein Wutanfall, aber nicht unbedingt vorbildlich, wie sich Vera Zvonarev hier verhält, auch wenn der Frust zu verstehen ist.
So, jetzt macht sie das Spiel. Sam Stosur hat den Kopf geschüttelt vorhin nach diesem überlauten Come on Anfeuerungsruf nach dem Return-Fehler Stosurs. Das hat so ein bisschen an Leighton Hewitt auch erinnert, der seine Gegner auch zur Weißglut brachte. Andere beklagen sich über Justine Nels Alle. Nun gut, jeder versucht eben auf seine Art sich zu motivieren. In dem Fall hat sich kurzfristig gelohnt. Stosur hatte kurz jetzt den Rhythmus verloren. Zvonareva mit einem schönen Gewinnschlag macht ihr erstes Spiel. Aber ob es zum Break noch lange wird. Composure, okay, nicht Compassion, Composure steht da, das war am Anfang nicht ganz zu erkennen, Attitude und Composure, also nicht nur die Einstellung, sondern auch die Körperhaltung, auch die mentale Haltung, die ist jetzt gefragt, völlig richtig. Wieder. Achten Sie auch mal auf den Kopf und die Augen von Stosur beim zweiten Aufschlag. Sie blickt diesen Ball hinterher. Das ist eine Sache, die eben auch den Ball dazu bringt, mit noch mehr Spiel und noch mehr Tempo drüben anzukommen. Viele Spieler lassen sich da zurückfallen oder zur Seite fallen. Stosur eben nicht. Das macht den großen Unterschied. Und jetzt kommt der Aufschlag-Winner und das ist das 4:1. Völlig unbeeindruckt von den Schläger-Eskapaden Vera Zvonarevas geht Stosur zum Wechsel und wir in die Werbung. Thank you. 4:1 die Führung für Sam Stosur. Zvonareva mit dem deutlichen Rückstand. Das letzte Mal, dass sie 6-0, 6-1 verlor, das war in Rom 2006 gegen Italienerin Romina Oprandi. Die steht heute irgendwo in den 200ern, hat im März erst vor kurzem das Challenger in Buchen gewonnen, dieses Inside Challenger in Deutschland, Indoor Challenger. Also das war ein Ausrutscher damals, aber heute gegen Sam Stosur bahnt sich wieder so eine Niederlage an. Thank you.
Ja, wenn Sie jetzt erst dazugekommen sind hier zu uns und vielleicht auch schon auf die Snooker-Übertragung warten. So lief das hier im ersten Satz. Sam Stoser überlegen mit den Angriffsbällen, rückt nach, macht die direkten Punkte. Zverev holt sich zumindest das zweite Spiel, zeigt nochmal an gegenüber Samuel Sumic, ja, ich muss ein bisschen mehr weiter vorne den Ball treffen, ich muss ein bisschen mehr tun. Aber wie gesagt, in die Nähe eines Breaks ist sie bislang überhaupt noch nicht gekommen. Zwei Punkte hat sie nur gemacht bei Aufschlagspielen von Sam Stoser, sowohl im ersten als auch im zweiten Satz. Bislang insgesamt also vier, das ist schon sehr, sehr harmlos. Führung der Russin. Stoser hatte lange Jahre diese Finalangst. Hat sie dann in Osaka besiegt letztes Jahr 2009, als sie ihren ersten bislang auch einzigen Titel holte. Leichter Fehler. Die erste Break-Möglichkeit für Vera Zvonareva. Hat jetzt aber auch nicht viel dafür tun müssen. Stoser nur ein Tick zögerlicher jetzt bei der Front. Ist sie nochmal dran. Holt sich völlig überrannt dieses Aufschlagspiel zum 3:4, bedingt dadurch, dass Sam Stoser nicht mehr so gut serviert hat und drei absolut vermeidbare Fehler gemacht hat. 4:3 nur noch für die Australierin. Nur noch 3:4 aus Sicht von Vera Zvonareva im zweiten Satz des Finals von Charleston. Den ersten Satz hat sie mit 0:6 verloren. Dann kam dieser Wutausbruch, das Zertrümmern des Schlägers. Das hat Sam Stoser kurzzeitig irritiert. Das war sicherlich mit ein Grund, warum Zvonareva überhaupt bei 0:3 dieses Spiel noch machen konnte. Das war dieses Aufschlagspiel, das ich als vorentscheidend titulierte. Zvonareva konnte es sich holen, hat nun verkürzt. Aber jetzt, ganz wichtig hier, der erste Punkt bei 3:4. Stoser zeigt Präsenz. Sie zeigt, dass sie hier Champion werden will. Nochmal der Ausbruch. Sie ist hinten im Spielstand. 0:6, 0:3, 15:30. Dann servierte sie den Doppelfehler zum 15:40. Seitdem spielt sie allerdings solider.
Stoser ist die stärkere Spielerin. Das ist nur ein Aufschlag gewesen von Swan River vorhin. Sie steht wieder in der Defensive, 3 Meter hinter der Grundlinie. Ganz anders als zum Beispiel Gilani Uda, die es mit ihren Tempowechseln aus der Fassung brachte. Der war mal gut. Den haben wir noch gar nicht gesehen heute von ihr. 15-30. Ja, also wenn Swan River jetzt hier reklamiert, dann muss ich schon lachen. Der Ball wurde ausgegeben. Und Stoser hat natürlich da nochmal weitergespielt. Das wäre auch ein Witz gewesen, wirklich. Nächsten Breakchancen für die Australierin. Klasse Return und dann natürlich abgeschlossen da vorne und das müsste die Vorentscheidung gewesen sein in diesem Match. 5-3 für Samantha Stoser. Immer wieder mit der Vorhand die Attacke auf Swan Rivers Vorhandseite, die da weit hinten in den Seilen drin hängt. Und sie hat sich nur kurzzeitig irritieren lassen von diesem Wutausbruch Swan Rivers. Mist. Serviert sie zu ihrem ersten Sandplatztitel überhaupt. Drittes Ass und damit kommt sie auf 90 Asse. In dieser Saison. Braucht nur noch eins, dann hat sie Serena Williams geschnappt. Die hier absagen musste. Verletzungsbedingt. Hat schon mal gewonnen. Williams gegen Swan River hier im Endspiel. Sie nochmal runter. Und das war's dann natürlich. 3 Matchbälle für Sam Stoser, die jetzt wieder ihren Rhythmus gefunden hat. Swan River wird eine Zeit lang brauchen, um diesen ersten Satz zu verdauen. Der zweite ging ja in Ansätzen. Wieder der lange Kickaufschlag und dann ein sensationeller Vorhandball. Sam Stoser gewinnt dieses Turnier. Gewinnt in Charleston mit 6-0, 6-3 nach 52 Minuten. Unglaublich. Das ist das schnellste Spiel über zwei Sätze überhaupt in dieser Turnierwoche gewesen. Und für Sam Stoser der zweite Titel in ihrer Karriere, der erste auf Sand. Zum 5. Mal in Folge schlägt die Vera Swan River wie schon in Indian Wells, auch hier in Charleston, über 2 Sätze. Und da kann sie strahlen, die Australierin. Das ist eine optimale Vorbereitung auch für das Fed Cup-Spiel gegen die Ukraine. Sie hat die Geduld gelernt, hat sie gesagt, auf wo man eben mehr als nur 4-5 Mal den Ball übers Netz spielen muss. Ja, aber so wie sie heute gespielt hat, war das das perfekte Spiel im ersten Satz. Da hat sie vielleicht 3 Ballwechsel nur gebraucht. 6-0, 6-3. Ganz klarer Erfolg für die Australierin.